Du bist Pilates-Anfänger und möchtest mit Pilates starten? Dann bist du hier genau richtig. Ich zeige dir, welche Übungen für dich optimal sind. Du brauchst dazu nur eine bequeme Sportkleidung und eine Matte. Ja, ich bin Tina und ich freue mich riesig aufs Training mit dir. Los geht's! Stell dich hüftbreit auf deine Matte, Füße hüftbreit geöffnet, Schulter tief ziehen, Brustbein aufrecht, Kinn ranziehen, lange Halswirbelsäule. Und dann einfach erstmal nur locker die Fußspitze nach vorne tippen. Wer möchte, kann die Arme mitnehmen. Wir machen eine kleine Aufwärmung am Anfang, bevor wir in die Pilates-Übungen gehen. Genau, wenn es gut funktioniert, Arme und Beine. Und ansonsten lässt du einfach die Arme weg und arbeitest erstmal nur mit den Beinen. Dann das gleiche in die Seite. Und das gleiche nach hinten, Oberkörper, ein bisschen nach vorne in die Vorlage nehmen. Und auch hier kannst du die Arme wieder mitnehmen. Und mal bleiben. Dann verlagere das Gewicht von rechts auf links. Genau, nimm auch hier wieder die Arme mit, zieh deine Schultern nach vorne und schieb wieder weit nach hinten. Dann kannst du die Schultern nach oben Richtung Kinn ziehen. Und wieder nach unten. Genau, und dann in den ganzen Arm in die Seite. Schau dem Arm hinterher, dass der Oberkörper eine Drehbewegung macht. Alle Wirbelgelenke einmal gut gegeneinander durchbewegt werden. Einmal noch. Und dann wechseln wir auf die andere Seite. Erstmal die Schulter. Nach vorne, nach hinten, den Schultergürtel gut durchbewegen. Und dann die Schulter nach oben ziehen, Richtung Kinn und wieder nach unten. Perfekt. Ganz Schultergürtel mobilisieren. Und dann einmal von rechts nach links schwingen und wer mag, schaut dem Arm hinterher. Ganze Wirbelsäule einmal gut durchbewegt wird, bevor es losgeht. Und dann nehmen wir beide Arme. Und dann bleiben wir hier in der Mitte. Einmal nur die Arme von rechts nach links. Schulter nochmal tief ziehen. Brustbein aufrecht. Bauchnabel nach innen. Sehr gut. Und dann löst die Arme einfach nur die Beine. Und dann bleib hier. Deine Hände stützen auf den Oberschenkel. Oberkörper rund. Und gerade ziehen. Nochmal rund. Und gerade. Noch einmal rund. Und gerade und rund langsam, Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Schulter tief ziehen, einen großen Ball im Arm, die Schulter wieder weit auseinander, Bauchnabel nach innen. Und einmal weit zurück und die Schulter wieder hinter der Wirbelsäule fest gegeneinander drücken. Genau hier einmal den ganzen vorderen Bereich aufdehnen. Und dann löst deine Arme, schließt deine Beine, Füße hüftbreit. Richte dich nochmal auf. Nun nimm die Hände auf deinen Bauch und zieh den Bauchnabel nach innen. Weg von den Händen. Ja? Damit aktivierst du die innere Schicht der Bauchmuskulatur. Die ist unheimlich wichtig für deine Rückengesundheit. Und das ist auch die,
die hier schlank macht und die hier ein schönes, schlankes Zentrum aufbaut. Und deswegen versuchen wir, die bei allen Übungen zu halten. Bauchnabel nach innen ziehen. Genau. Und dann kannst du mal versuchen, gleichzeitig deine Beckenbodenmuskulatur mit anzuspannen. Sitzbein höcker gegeneinander schieben und Beckenbodenmuskulatur zu aktivieren. Und das ist das Pilates Powerhouse, das ist die Pilates Grundspannung. Die versuchen wir bei allen Übungen zu halten. Ja, das ist die Idee von Pilates, festes, starkes Zentrum aufzubauen. Und von hier aus nimmst du die Energie für die restlichen Bewegungen des Körpers. Okay, Spannung halten und lösen. Langsam Wirbel für Wirbel nach unten rollen. Kopf locker, Arme locker. Scheitel zeigt Richtung Boden. Einmal die Dehnung spüren. Und dann roll dich wieder langsam nach oben. Lendenwirbelsäule aufrichten. Brustwirbelsäule. Schultern weit weg von den Ohren. Kinn ranziehen, lange Halswirbelsäule. Und dann nochmal. Bauchnabel nach innen ziehen, Beckenbodenmuskeln aktivieren, die Arme lösen. Einfach nur hier die Spannung halten im Powerhouse. Genau, bleib in der Spannung. Wer mag, kann zusätzlich noch hoch auf die Fußspitzen gehen. Und dann bleib mal oben, Spannung halten, Bauchnabel nach innen. Beckenbodenmuskeln aktiv und löst die Spannung, roll dich wieder langsam tief, Wirbel für Wirbel nach unten. Lass die Hände den Boden berühren, du kannst die Knie beugen, dann hast du es ein bisschen leichter. Und von hier aus roll dich wieder langsam nach oben und richte dich auf. Genau. Dann komm ans Ende von der Matte, dass du Platz hast nach vorne. Halte die Spannung im Zentrum, atme einmal über die Seite ein. Über die Seite aus, die Hände berühren den Boden und dann wander mit den Händen nach vorne. Na, drück dich hier weg von den Händen, Kopf ist zwischen den Armen, die Schultern weit weg von den Ohren, Bauchnabel nach innen, Beckenboden aktivieren, Steißbein schiebt nach oben und dann versuch die Fersen möglichst weit Richtung Boden zu bringen. Du musst die Fersen nicht unbedingt auf der Matte haben. Einfach möglichst weit nach unten schieben, dass du auch die Dehnung auf der Beinrückseite hast. Atmen fließen lassen. Genau, halt noch einen Moment hier im Pilates V. Spür die Dehnung und die Kräftigung in den Armen. Und dann bring deine Knie auf deine Matte, komm in den Vierfüßlerstand, zieh deine Schultern weit weg von den Ohren, Kinn ranziehen, lange Halswirbelsäule, Bauchnabel nach innen, Beckenbodenmuskeln aktivieren, atme einmal ein, mit dem Ausatmen heb deinen rechten Arm an, mit dem Einatmen wieder tief. Ausatmen, linker Arm und einatmen tief. Nochmal, ausatmen, rechts. Einatmen tief und ausatmen links und einatmen tief. Wenn du magst, kannst du beim nächsten Mal das Bein Mitte zunehmen. Ausatmen nach oben, Zug in die Länge, einatmen tief. Ausatmen nach oben, Zug in die Länge aufbauen. Ja, wenn du oben bist, die Fingerspitze schiebt nach vorne oder schiebt zur einen Seite vom Raum und die Fußspitze zur anderen Seite, richtig Länge in deine Wirbelsäule bringen. Und gleichzeitig immer versuchen, die Spannung im Zentrum zu halten. Bauchnabel nach innen und Beckenbodenmuskeln aktivieren. Sehr gut, einmal noch und jetzt halten wir mal hier. Und wenn du magst, kannst du jetzt so kleine, schnelle Bewegungen machen. Hoch, tief, ja, halt den Zug, halt die Spannung. Das ist eine super Übung für deine kleinen, stabilisierenden Muskeln in der Wirbelsäule. Die werden jetzt richtig gut angesprochen. Wir müssen hier richtig arbeiten. Genau, und löse mal, wechsel auf die andere Seite. Zug in die Länge, kleine, schnelle Bewegung. Und denk an die Spannung im Powerhouse. Und dann löse einmal hier, schieb das Gesäß einmal weit nach hinten.
Leg deine Stirn auf, die Arme sind vorne. Kurze Pause. Von hier aus, komm wieder hoch in den Vierfüßlerstand, schieb die Knie zur Seite, komm in Seitlage. Schieb das untere Bein nach vorne, das obere Bein ist gestreckt. Ich denke, ich muss ein Stückchen nach hinten, dass ihr mich seht. So. Gut, und dann geht ihr wieder in die Spannung im Powerhouse. Bauchnabel nach innen, Beckenbodenmuskeln aktivieren, unter der Taille ein bisschen Platz lassen. Genau. Und von hier aus schiebt ihr das obere Bein nach vorne und weit zurück. Beziehungsweise weit zurück ist nicht ganz richtig. Ihr geht nur so weit nach hinten, wie ihr hier quasi die Spannung noch halten könnt. Also hier nicht auflösen und ins Hohlkreuz gehen, sondern hier die Spannung halten und dann das Bein möglichst weit nach hinten schieben. Ja? Einmal nach vorne und einmal weit zurück. Atme einmal ein und atme aus. Und atme ein. Und atme aus. Und wenn du magst, kannst du immer die Fußspitze beim nach vorne gehen ranziehen und beim zurückgehen wieder strecken. Ja, du arbeitest in deiner eigenen Intensität. Du kannst das Ganze auch ein bisschen kleiner machen. Wir trainieren hier einmal die Beinaußenseiten, die Gesäßmuskeln und hier die Rumpfmuskeln, die Taille. Wenn du magst, kannst du das Bein, den Arm auch nach oben nehmen. Wir müssen einfach den Rumpfmuskel noch ein bisschen mehr arbeiten, um das Ganze zu stabilisieren. Dann machen wir noch 4, 3, 2 und eine letzte Runde. Nochmal hinten halten, nochmal die Dehnung hier vorne spüren, trotzdem ans Zentrum denken. Powerhouse ist aktiviert und dann löst. Komm nach oben, schieb beide Beine nach vorne, die Hände so weit wie möglich vorne. Wer kann, fast von unten an die Füße, wenn du nur bis hier hinkommst, ist auch völlig in Ordnung. Jeder so weit, wie er gehen kann. Und dann roll dich wieder langsam nach oben, wechsel auf deine andere Seite. Komm in Seitlage, unteres Bein 45 Grad, oberes Bein gestreckt, Bauchnabel nach innen, Beckenbodenmuskeln aktivieren. Du kannst mal versuchen, unter deiner Taille ein bisschen Platz zu lassen. Und dann schieb das obere Bein nach vorn und wieder weit zurück. Ja, Fußspitze ranziehen nach vorne und Fußspitze gestreckt nach hinten. Atmen, fließen lassen. Ja, alle Atemangaben sind immer nur Empfehlungen. Die kannst du nutzen, wenn du das Gefühl hast, dass es dir gut tut. Ansonsten atme einfach so, wie es für dich richtig ist und wie es sich für dich richtig anfühlt. Ja? Wichtig ist, dass du den Atem immer fließen lässt, dass du den Atem nie anhältst. Ja, und ansonsten gebe ich eine Empfehlung, aber wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne andersrum atmen, ist es auch völlig in Ordnung und völlig richtig. Und die letzten 4. Und letzte Runde. Und dann halten wir nochmal hinten. Spüren die Dehnung, Zug in die Länge, Spannung im Zentrum. Atmen, fließen lassen. Genau. Und lösen. Kommen. Seitlage in Rückenlage auf die Matte. Stell beide Beine auf, Füße hüftbreit geöffnet. Eine Übung machen wir noch. Nochmal den Bauchnabel nach innen, die Beckenbodenmuskeln aktivieren. Nimm beide Beine nach oben und dann kannst du mit den Beinen Fahrrad fahren. Du kannst über der Hüfte starten. Und je größer du jetzt die Bewegung machst, je weiter du mit gestrecktem Bein nach unten Richtung Boden gehst, desto mehr müssen deine Bauchmuskeln arbeiten. Wichtig ist, du gehst nur so weit, wie du die Lendenwirbelsäule hier stabil unten halten kannst. Wenn du merkst,
Die Lendenwirbelsäule löst sich hier, dann ist deine Bauchmuskulatur noch nicht stark genug, das Ganze zu halten. Dann musst du mit den Beinen wieder weiter hochgehen. Ja? Wer möchte, kann die Hände in den Nacken nehmen und ein Stückchen nach oben kommen. Lass deine Atmung fließen. Spür, wie deine Bauchmuskeln arbeiten. Denk an dein Powerhouse, die letzten 4, 3, 2 und lösen. Beide Knie heranziehen, Kopf entspannt ablegen, fass einmal die Knie. Schieb beide Beine ran oder stell beide Beine ran. Lass beide Knie nach rechts fallen, die Schultern bleiben am Boden, der Kopf schaut nach links. Und wechsle zur anderen Seite. Komm zurück zur Mitte, komm mit dem Schwung von dem Bein nach oben, dreh dich zu mir, komm in den Schneidersitz, zieh dich noch einmal in die Länge, Schultern tief ziehen. Geschafft. Super, dass du dabei warst. Klasse, dass du mitgemacht hast. Ja, ich würde mich riesig freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst oder wenn du mir einen Kommentar hinterlässt. Und natürlich freue ich mich auch riesig, wenn du beim nächsten Training wieder dabei bist. Und damit du das nicht verpasst, kannst du ganz, ganz gerne meinen Kanal abonnieren. Ja, dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Training wieder. Bis dann, deine Tina.